mehr hängen geblieben. Aber der Hintergrund ist natürlich, dass wir uns ein Let's Play mit der Tortoise anschauen, dem Tier 9 TD der Franzosen. Karte ist El Haluf, also von dem her sehr schön, und noch schöner ist sein Matchmaking, dass er hier Top-Tier ist. Spielt er zusammen mit einem anderen Franzosen, dem AMX AC48 und dem T54 Lite. Wird hier direkt auch unterstützt vom AMX, dass er ein bisschen geschoben wird, weil das ist notwendig, weil er ist einfach so unglaublich langsam. Ja, schön aber, dass wir beide die Rohre nach oben geben. Naja, ich sag's und schon steckt da hinten drin. Egal. Aber der Hintergrund ist ja kein sexueller, sondern ein rein freundschaftlicher. Das darf man auch mal so festhalten. Was ich schon mal direkt schön finde, dass er nicht klassisch, wie hier zum Beispiel der Rheinmetall, hinten sich verbarrikadiert, sondern direkt an die Front mit dem Ding fährt. Und das ist schon mal toll. Hoffentlich bekommt er auch ein bisschen Action. Weil das wäre schon sehr wichtig, dass da vorne ein bisschen was an Gegnern ist. In auch unserem Interesse, das bin ich jetzt mal ganz egoistisch. Aber schön, wie die das wirklich knallhart durchziehen, um ihn hier zu schieben und zu supporten. Was aber schon mal sehr spannend ist, auf Gegnerseite gibt es zwei Spieler, die wirklich herausstechen mit ihren Werten. Und jetzt gucken wir doch mal, ob hier was aufgeht. Aber nein, noch nicht. Verwunderlich. Normalerweise sieht man hier schon immer was kreuzen. In dem Fall hat er aber noch Glück. Oder vielleicht auch Pech, weil wenn hier kein Gegner kommt... Ah, da ist schon der ES8. Der einzige, der seinem Tier 9 entspricht. Und dann schauen wir doch mal, wie er da agiert. Auf den IS kommt er jetzt nicht drauf. Dafür kommt hier ein Canavan. Kettet ihn hier allerdings leider nur. Schieß! Wo ging denn der hin? So, der IS-8 bekommt hier ganze Zeit. Das heißt, er kann sich hier weiter auf den Canavan. Und der Canavan nimmt den AMX raus. Das war eine schnelle Runde. Alter Verwalter. Gott sei Dank haben wir uns nicht den AMX angeguckt. Wird der fluchen. Schiebt gefühlte 10 Minuten so eine Tortoise durch die Gegend und dann wird er rausgenommen. War auf jeden Fall ein sehr hoher Hit. Jetzt kommt da... Oh, da ist noch ein Isu. So, Auto-Aim und zack. Den ersten trifft er schon mal ganz gut. Was halt das Schöne ist, recht schnell Reload, knapp unter 6 Sekunden und dann trotzdem ein vernünftiger Alpha mit 440. So, jetzt nimmt er die ES8 raus, aber die ISO wiederum gibt es eh gleich ordentlich hart. Und der Fahrer ist auch draußen. Ja, jetzt war es das mit Geschwindigkeit. Der Canavan ist hier sehr mutig, wird leider noch nicht dafür für bestraft. Aber jetzt schieß, 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 schieß. Bitte? So, jetzt kommt der Canavan wieder. Jetzt gib ihm doch mal endlich einen. Ja, endlich. Lange überfällig. So, jetzt hier den. Genau, schön auf den KV. Der zieht sich jetzt zurück. Und man sieht aktuell 4 Treffer, 1500 Schaden. Ist wirklich, wirklich okay. Und jetzt die ISO, Auto-Aim. ISO prallt hier ab. Aber er selber mit Auto-Aim hat jetzt auch nicht getroffen. Da hätte ich mir jetzt eigentlich eher vorgestellt, dass er noch einzoomt. Fahrer ist immer noch tot. Mal schauen, ob er den noch im Laufe des Gefechts repariert, beziehungsweise in dem Fall wiederbelebt. Der T54 Lite hat da seinen Spaß. Letztes auf dem Prototyp nochmal gehittet. Der macht einen ganz guten Job da drüben.
Leider bekommt unser Tortoise gerade ein bisschen wenig Action, aber da kommt doch... Oh, da kommt er wieder. Der Kernabon. Und hat gleich zwei ordentliche Hits bekommen. Auto-Aim. Diesmal klappt's. Also man muss dazu sagen, das Ding hat natürlich schon einen ordentlichen Durchschlag. Und zwar 259 und 326 mit Premium. Also durchkommen hat er in der Regel nicht das Problem, aber ich finde halt so ein bisschen Einaimen ab und an sinnig. So, jetzt hat die ISO den T44 weggemacht. Man muss aber jetzt die beiden hier auf jeden Fall sagen, das machen die sehr gut. Und schön, dass sie nicht so brainless rumfahren, weil die halten praktisch das hier auf. Jetzt ist allerdings der T54 weg und jetzt hat er ein bisschen größeres Problem, weil jetzt könnte theoretisch von beiden Seiten auf ihn wirken. Deswegen sollte er sich genau da jetzt mal ein bisschen auf die ISO orientieren. Aber der T71 kommt da hinten ran und geht jetzt auf die ISO. Sehr schön, sehr wichtig. So, jetzt hat er den letzten Hit hat er nicht mehr bekommen. Auch richtig, jetzt hier nicht nachzufahren, sondern da drüben auf die zu orientieren. Schlecht auf den Helm gezielt. Das war klar, dass der abprallen muss. Aber der sollte passen. Genau richtig. Jetzt dürfte er den einen oder anderen Kill noch machen, meines Erachtens. Verdienen tut er sich's definitiv gerade. 8 zu 10 steht's allerdings. Also im ganzen Battle war der Gegner immer führend. So, jetzt kommt die ISO da hoch. Sonst würde er sie bekommen. Aber der T71 macht's selber. So, jetzt muss doch da mal der Kaffee... Ah, noch ein Stück. Die sind da ein bisschen sehr zurückhaltend. Hinten wird der Jagdpanther jetzt gerade vom Objekt und T71 unter Beschuss genommen. So, und jetzt fährt er hier drauf, weil jetzt weiß er, der T71 kommt hinten rum. Jagdpanther ist jetzt unten raus. Schlechte Ausgangssituation für die jetzt. Er muss jetzt hier auf jeden Fall mal den einen oder anderen rausnehmen. Seitlich auf dem Helm und das wird klappen. Genau so. Aber jetzt hat er hier alles schön machbare Gegner. So, KV4. Der trifft. Aber halb so wild. Tortoise hat er unglaublich viel AP. Ja, sehr schön. Hier ist Dreis draußen. KV4 ist auch ein ganz, ganz angenehmer One-Shot. Da auf die Unterwanne. Genau drauf. Locker. Easy. Den rausgenommen. So, IS-3, zack, nächster. Komm, komm, komm. Go, go, go. T71 ist jetzt hintergefahren. Hat jetzt das Objekt weggenommen. Auch wichtig, dass der sich da so um die Basis ein bisschen kümmert und um die Gegner, die da hinten sind. Leider jetzt tot. Aber auf jeden Fall, das Objekt war notwendig. IS-3 prallt jetzt ab. Jetzt hat er, ist das seine Chance. So. KV4 hat er noch hinterhalb, aber der kommt nicht rum. Ganz im Gegenteil. Zieht sich sogar zurück. So, jetzt der IS macht's nicht gut. Fahrt hier eine viel zu große Linie. Jetzt braucht er zwar lange, um sich zu drehen, aber, oh, da ist der KV4. Den braucht er jetzt, der ist wichtig, sehr gut. Aktuell 4700 Schaden. So, jetzt der KV4 gegen den anderen KV4. Mit freundlicher Unterstützung von der Torte. Da ist jetzt hat der KV4 ein Riesenproblem. Es ist der T71 da und macht den KV4 weg. Und jetzt wird es richtig brenzlig für die Torte. Weil Problematik ist, wenn beide sich jetzt einigermaßen clever verhalten, dann fahrt der eine raus und der andere gibt ihn einfach nebenbei nochmal einen Hit. Das wäre schlecht. Er muss einen jetzt rausbekommen, um sich auf den anderen konzentrieren zu können. Weil wenn beide sich da jetzt so absprechen, dass sie zusammen im Team agieren, hat er keine Chance alleine. So, jetzt sichert er sich hier durch das Wrack ab. Da ist der T71. Er dreht leider nicht schnell genug. Aber doof gemacht vom T71, dass er da jetzt hinfährt, weil da hat er nur noch eine Möglichkeit und auf die kann er eigentlich abwarten. Entweder der wartet jetzt lang genug, dass der KV4 von hinten kommt, aber das macht er, wie man sieht, nicht. Und jetzt kommt er raus und, ja, ich glaube, da ist er weg. Ja,
hat ganz schlecht gemacht vom T71 und damit ist jetzt wieder der Vorteil bei der Torte. Weil jetzt ist es für den KV nicht mehr so ganz einfach, ihn zu umfahren. Ich würde sogar fast zu weit gehen und mir jetzt mal denken, dass er jetzt von der Stellung nicht mehr kommt, sondern wenn er sich jetzt nach links umdreht und da entlangfahrt, dass sie sich beide begegnen werden. Und das macht er. Er fährt zumindest mal hin. Jetzt hoffe ich auch, dass ich noch recht habe. Ich habe nämlich gerne recht. So, der Fahrer ist immer noch im Arsch, aber egal. So, mal gucken. Kommt er nicht? Ansonsten, wenn er von hinten kommen würde, hätte er ein Problem. Da ist er! Den Zack, one out. Hit. Noch einer. Einer vielleicht, wenn es ein... Oh, komm. Oh, es ist ein Low-Roller, aber er zündet ihn an. Und er macht ihn weg. Den fünften Kill. 5682 Schaden. Und hat auch nochmal nebenbei 3040 geblockt. Sehr nettes Spiel. Da sieht man, warum die Tortoise wirklich ein sehr ernstzunehmender Gegner ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen, meine Rambas. Bis bald. Haut's rein.